Hallo und willkommen zum ersten Teil meiner PS4-Sammlung. Ich habe die PS4 nicht zum Launch damals gekauft, ich hatte sie erst später, lasst mich lügen, so 2015 oder so. Auf jeden Fall wollte ich sie dann einfach irgendwann unbedingt, da ich mit der PS3 ja langsam am Limit war mit Spielen und nicht mehr so Lust drauf hatte, da brauchte es dann eine neue Konsole. Ich hatte mit der PS4 sehr viel Spaß. Ich habe jetzt natürlich nicht ultra viel Spiele und vielleicht auch nicht die größten Kracher, die ihr vielleicht so kennt oder die irgendwelche Journalisten empfehlen. Natürlich habe ich da auch ein, zwei, aber mein Spielegeschmack ist vielleicht ein bisschen anders und ich habe ein paar weirde Spiele drin, aber das seht ihr dann. Ich splitte das wieder, weil sonst wird es mir ein bisschen zu viel zu bearbeiten, wenn es so lang wird, und so ist es immer schön portioniert. Und der ein oder andere von euch hat mir gesagt, er mag das auch, wenn es immer so ein bisschen aufgeteilt ist und man kann immer so ein bisschen konsumieren. Ja, okay, es fängt gleich mit einem weirden Spiel an. Und zwar Monkey King Hero is Back. Das habe ich mir damals zu Release gekauft. Es ist vom spielerischen Aspekt her mehr wie ein PS2-Spiel. Gut, sagen wir PS3-Spiel. Grafisch ist jetzt auch nicht so unfassbar aufwendig, aber es macht ja einfach Spaß, weil es eben im Gameplay so basic war. Man spielt so diese Reise in Westen nach, die ja auch, Dragon Ball ist ja davon auch inspiriert. Und hat so seine typischen Combo-Moves, hat jetzt keine offene Areale oder offene Welt, sondern das Spiel ist sehr schlauchig und auch nicht lange. Und es ist, glaube ich, mittlerweile auch sehr billig, könnte ich mir zumindest vorstellen, da ich noch nie andere vor dem Spiel reden habe hören. Aber ich hatte eben damit Spaß, weil es eben so, ja, wie früher war, nicht so aufwendig, nicht so groß, sondern mehr ein Spiel so ein bisschen zum Abschalten. Der Humor war halt auch so auf Animationsfilm-Level. Und teilweise sahen die Cutscenes auch wirklich gut aus, zumindest die am Anfang und am Schluss so. Die zwischendrin kamen auch mal ganz coole Cutscenes, aber meistens waren es mehr so, ja, eher so Standbilder mit Text. Also da hat man schon gemerkt, das Budget war jetzt nicht so riesig, aber ich hatte mit Monkey King trotzdem ein, zwei sehr schöne Nachmittage, denn es war leider sehr schnell durch. Ich bin einmal mit einer Bekannten ins Kino, die wollte hin und ich bin einfach mit und dann haben wir Attack on Titan gesehen, die Realverfilmung. Im Nachhinein, also damals war ich geflasht und fand es unfassbar cool, aber im Nachhinein, so Jahre später, als ich dann so den Manga ein bisschen gelesen habe, den Anime ein bisschen geguckt habe und vor allem das Spiel gespielt habe, muss ich sagen, der Film war doch irgendwie recht trash. Aber das Spiel machte mir richtig viel Spaß, da es von Koei Tecmo ist und ich mag ja diese Musou-Spiele allgemein recht gern, wobei das sehr Musou-untypisch ist. Man spielt eben zum Beispiel Eren und kann eben mit diesen 3D-Manöver-Sachen rum flattern und sich sehr schnell durch die Städte boosten und muss eben, ja, Titanen töten und man macht das ganze Spiel nicht wirklich was anderes. Man ist vielleicht mal außerhalb der Mauer oder weiter innen in der Mauer, aber im Endeffekt macht man eben so Koei Tecmo-mäßig immer das Gleiche, aber wenn es Spaß macht, hat mich das null gestört, auch wenn es halt repetitiv wie Sau ist. Aber es machte eben Spaß, so die ganzen Titanen in einem Level wieder zu töten. Dann hat man es geschafft, kann sich wieder ein bisschen aufwerten. Dann geht es zum nächsten, es wird immer ein bisschen schwerer, aber dann tut man sich eben besser aufwerten, dann wird es wieder einfacher. Es hat einfach so dieses schöne Pacing, dass man immer beschäftigt ist und belohnt wird. Das macht mir nicht immer Spaß, manchmal wird es mir auch zu langweilig, wenn eben Gameplay oder Setting mir nicht zusagt. Aber wenn beides zutrifft, dann kann ich mich damit Stunden beschäftigen und es wird mir nicht langweilig, obwohl ich, wie gesagt, immer das Gleiche mache. Es wird natürlich die Geschichte nacherzählt aus dem Manga und Anime. Habe ich dann zu dem Zeitpunkt quasi schon das dritte Mal erlebt, weil ich habe ja nach dem Film erst den Manga ein bisschen gelesen, dann den Anime ein bisschen geguckt. Aber dann dachte ich mir, ich will den Rest einfach im Spiel erleben, damit ich da auch ein bisschen Überraschungen habe. Natürlich ist der Artstil gut getroffen, also sieht super aus. Man darf jetzt nicht, es ist ja trotzdem noch ein Anime-Spiel so gesehen, man darf jetzt hier nicht erwarten, dass das aussieht wie God of War, das will sie auch gar nicht. Dann gab es, ich weiß gar nicht, 2 Jahre später oder 1 Jahr später, Attack on Titan 2. Eigentlich heißt es immer bloß AOT. Und das führt eigentlich nahtlos da weiter, wo Teil 1 aufgehört hat. Es gibt ein paar bessere Sachen im Spiel, die das Spiel halt ein bisschen abwechslungsreicher machen vom Charakterbuilding her. Aber so an sich macht man nach wie vor das Gleiche. Es spielt sich, finde ich, auch ein bisschen noch schnittiger. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es auch neue Upgrades. Und man erlebt eben die Story weiter. Und ich hatte da genauso schnell wieder Spaß wie mit dem ersten Teil. Also mich hat einfach dieses Gameplay hier so angefixt, dass ich da so anfällig geworden bin, dass ich ja stundenlang Spaß damit hatte und wirklich hingefiebert habe, bis der zweite Teil rausgekommen ist. Weil ich habe Manga und Anime dann auch, bis das Spiel heraus war, auch nicht weitergeguckt.
beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob die da schon so weit waren. Auf jeden Fall habe ich die Story hier dann neu erlebt, so mehr oder weniger. Also da kannte ich viel noch nicht, was ich irgendwie schon gesehen oder gelesen hätte. Schade, dass da irgendwie vorbei ist und nichts mehr kommt. Gut, später kommt vielleicht noch eins, aber ich meine jetzt so ein AOT 3 für die PS5, weil Attack on Titan habe ich dann nicht mehr so verfolgt nach den Spielen, ehrlich gesagt. Deswegen könnte es ja sein, dass eigentlich die Geschichte ging ja noch weiter, ist die mittlerweile abgeschlossen, ich weiß es nicht. Aber ich hätte richtig Bock da auf einen dritten Teil, der vielleicht die Story komplett beendet. Ein Spiel, das zurückgekehrt ist, eine Spielreihe damals, und zwar Wolfenstein The New Order. Wolfenstein hatte schon immer irgendwas, ja, Anziehendes, was Cooles. Das heißt, Wolfenstein 3D damals, was so mehr im, ja, es durften mehr die Kids am PC spielen, wo die Eltern nicht so drauf geguckt haben, was gezockt wird. Und dann ja auch so Wolfenstein, also Return to Castle Wolfenstein hatte ich damals selbst am PC, fand ich auch atmosphärisch richtig cool. Deswegen war ich froh, dass quasi die Serie zurück war. Und das ist mittlerweile auch meine, ja, Lieblingsepoche von Wolfenstein, also diese New Order Reihe, beziehungsweise mit New Order war es ja der Anfang, mag ich halt richtig, richtig gern. Das Gameplay war so schnell und so gut, die Szenarien gut, die ganzen Kulissen, die Atmosphäre, also das hat wirklich für mich alle Wolfenstein-Träume erfüllt, machte sehr viel Spaß, ist halt auch zum Glück, also ich finde es immer schön, wenn es nicht alles Open World ist, es ist schlauchig, es ist schnell, es ist einfach, das Pacing ist richtig toll und für mich ist es halt ein perfektes Wolfenstein eigentlich. Ist halt auch schon wieder ewig her, ne? Wahnsinn. Und dann kam halt quasi so eine Erweiterung, die so ein bisschen angelehnt ist an Return to Castle Wolfenstein, und zwar Wolfenstein The Old Blood. Das hat mir auch richtig viel Spaß gemacht, teilweise sogar ein bisschen mehr als New Order. Da ist schon auch actionlastig, war natürlich da, das, ja, darin geht die Richtung von dem Spiel ja. Aber trotzdem hat man ja dieses Rohr, mit dem man klettern kann, mit dem man zuschlagen kann. Es ist halt so eine nette kleine Komponente, die da ist für mich eigentlich fast, ja, es ist für mich eigentlich schon ein vollwertiges Spiel, auch wenn es mehr oder weniger ja nur so ein Beititel ist. Aber es war einfach so ein schöner Mix aus New Order und eben noch diesen alten Return to Castle Wolfenstein. Atmosphärisch und grafisch war es natürlich zu dem Zeitpunkt auch wieder unfassbar gut. Ich habe mich dann auch gefreut, als natürlich der neue Main-Titel gekommen ist, Wolfenstein 2, hat auch wieder alle Erwartungen für mich erfüllt. Man ist ja da in Amerika in den 60ern und ich liebe einfach quasi, wie sich das da alles entwickelt und aufbaut und so eine ganz eigene Welt erschafft, was wäre wenn. Natürlich ein bisschen übertrieben und mit Humor, aber trotzdem, was wäre wenn. Und es packt mich einfach immer wieder, wenn ich da so einen Wolfenstein einlege. Ich kaufe mir auch immer die PEGI-Fassung. Mittlerweile gibt es es ja auch auf Deutsch mit Symbolen. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Mir geht es nicht mal so um die Symbole. Ja, ja, doch, irgendwie auch schon. Sie tragt halt zur Atmosphäre bei. Und ich mag das nicht, wenn alle Deutsch reden. Das killt für mich auch so die Atmosphäre. Und ich glaube sogar bei New Order. Also ich habe sie auf Deutsch nie gespielt. Aber ist da nicht vom Regime die Rede oder so und nicht von Nazis? Auf jeden Fall killt es halt die Atmosphäre, wenn alle Deutsch reden. Wenn nur die Deutschen Deutsch reden, hat es halt viel mehr Impact, wie ich finde. Also, normal bin ich null der Typ, der so auf Uncut schaut oder das und das, aber bei Wolfenstein will ich es einfach halt, ja, so originalgetreu klingt auch blöd. Ich meine, es gab keine 5 Meter hohen Metallschäferhunde früher. Aber ihr wisst, was ich meine, dass es einfach die Erfahrung so, ja, Authentizität Level hoch 10 ist. So wie es halt Machine Games, wie sind die Machine Games? Ja, so wie die das halt gemacht haben, dass man auch so erleben kann, wie ihre Vision war. Das hat ja auch wieder so ein, ja, Beispiel, nenne ich es mal, wie die Old Blood war. Das war eben Young Blood, wo man die zwei Töchter spielt. Und das hat mir gar nicht gefallen. Das habe ich auch nicht beendet, denn es fühlt sich einfach nicht an wie ein Wolfenstein. Klar ist das Gameplay ähnlich, aber das war so ganz weird mit Looten. Und man schießt nicht einfach einen Gegner kaputt und der fällt um, du musst erst eine Zahl runterschießen, wie halt so bei, ist es bei Destiny so, ich weiß nicht, ich habe Destiny nie so gespielt, aber es ist doch auch so ein Loot-Zeug, aber das hat mir nie gefallen, da fand ich so schade, ich habe mich, als es angekündigt worden ist, schon gefreut, oh mein Gott, wieder ein neues Wolfenstein, so ein kleines Beispielchen wie Old Blood, aber mit den Töchtern fand ich an und für sich so die, ja, Grundvoraussetzung cool. Aber das Spiel hat dann echt keinen Spaß gemacht. Ich habe das dann abgebrochen. Vielleicht hätte es mir Spaß gemacht, wenn ich es mit jemandem gespielt hätte. Das hätte ich vielleicht noch mal im Laufe der Zeit probieren sollen.
Aber ich für mich selbst allein habe ich dann ziemlich schnell abgebrochen, weil es einfach, ja, keinen Spaß gemacht hat. Mein erstes und einziges Call of Duty, glaube ich, und zwar World War II. Ich bin ja mit Medal of Honor aufgewachsen, also damals auf der PS1, dann Elite Assault am PC. Es waren einfach damals, kann man vielleicht sich nicht heute vorstellen, wenn man die Videos sieht, also Gameplay, aber damals war halt Medal of Honor das Nonplusultra in Sachen so Kriegsshooter. Aber dann kam halt Call of Duty, Medal of Honor ist so, ja, egal. Und dann wollte ich einfach mal wieder so, Elite Assault zählt für mich bis heute zu meinen liebsten Ego-Shootern. Dann habe ich halt gesehen, dass damals ein neues Call of Duty angekündigt worden ist mit World War II, das halt so Setting-mäßig wie Omaha Beach, wie Elite Assault ist. Dann dachte ich mir, ja, okay, kaufst du mal ein Call of Duty. Und hat schon richtig viel Spaß gemacht. Also die Grafik war der Wahnsinn, das sieht heute noch gut aus. Und Omaha Beach habe ich bei Elite Assault im Kopf, als würde es nie besser gehen grafisch. Wenn man das jetzt sieht, Elite Assault und den Vergleich an Omaha Beach Mission hier, das sind Welten dazwischen. Also die Omaha Beach Mission in Call of Duty sieht so unfassbar gut inszeniert aus, aber allgemein das ganze Spiel ist einfach eine Wucht grafisch und von der Soundkulisse her. Also ich kann echt verstehen, warum Call of Duty so eine große Fanbase hat. Multiplayer bin ich null der Typ, also habe ich nie gespielt. Ich mag aber die Singleplayer-Kampagne davon. Und es war einfach eine unfassbar tolle Erfahrung. Ich habe Call of Duty bei meiner Ex damals auf der 360 ein bisschen gespielt, paar Minuten Black Ops und auch so ein Weltkriegs-Shooter, hieß es World War oder so, aber da habe ich nie reingefunden und das machte mir nie Spaß, weil ja, das hat sich irgendwie, da hatte ich irgendwie zu dem Zeitpunkt keinen Bock drauf, aber das hat mir echt gezeigt, wenn ich mal billig ein Call of Duty sehe und mir sagt das Setting zu, kaufe ich es einfach, denn der Singleplayer ist wahrscheinlich immer gut und wird immer einfach wie so ein Blockbuster-Kino sein. Ja, das, ich hatte, glaube ich, mein letztes FIFA davor war auf der PS1 98. Ich bin ja auch null ein FIFA-Spieler eigentlich. Also ich lieb Fußball, ich verfolge die Bundesliga, keine Ahnung, gefühlt schon immer. Und dachte ich mir, ich kaufe mal einen FIFA und ich bin halt grottenschlecht drin. Egal ob gegen die CPU, gegen Lloyd, online habe ich es gar nicht erst probiert. Ich bin halt einfach in so PvP-Sachen, egal ob Ego-Shooter oder Sportspiel, unfassbar schlecht. In dem einzigen Spiel, wo ich gut bin, ist Mario Kart 8. Aber dann war es das auch schon. Aber ich wollte einfach mal Fußball probieren. Und ich dachte mir, wenn schon mein, ja, einer von meinem Lieblingsverein auf dem Cover ist, dann muss ich es einfach mal kaufen. Deswegen, nee, was rede ich denn? Ich habe ja auf der PS5 noch ein FIFA. Aber ich glaube, ich habe ich wieder verkauft. Stimmt, ich hatte ja dann doch noch mal eins. Das habe ich dann nicht lang gespielt, aber das habe ich eine Zeit lang gespielt, einfach alles auf leicht gestellt, dass ich ein bisschen Erfolg habe. Und es machte dann trotzdem schon irgendwie Spaß, einfach seinen Verein spielen, die Spieler sehen, die Kommentatoren, es hatte dann schon Atmosphäre. Aber wie gesagt, ich bin viel zu schlecht in so Spielen. Ein Spiel, das damals, ja, gefloppt ist, das war, als angekündigt worden ist, waren ja alle ziemlich hyped. Der Dude von Mega Man ist zurück und macht ein eigenes Spiel mit Mighty No. 9. Gab ja, glaube ich, eine Kickstarter-Kampagne und so. Die ersten Screenshots sahen halt komplett anders und vom Grafikstil auch besser aus als dann das finale Spiel. Ich habe es nicht gebackt, ich habe es mir einfach gekauft danach und ich habe es nie bereut. Ich hatte viel Spaß damit. Es hat ja auch eine farbige Anleitung und so. Und klar ist es kein Mega Man und ich kann auch verstehen, dass die Leute pisst sind, die wirklich viel Geld reingesteckt haben, dass es nicht das ist, was ihnen versprochen worden ist. Aber ich, der, keine Ahnung, ohne Erwartungen reingegangen ist und einfach nur Spaß haben wollte und so Oldschool-Action-Plattformer mag, ich hatte eine wirklich gute Zeit damit. Der Schwierigkeitsgrad war in Ordnung, die Länge war auch in Ordnung. Und dadurch, dass eben, wie gesagt, ein farbiges Handbuch und so dabei ist, waren diese 30 Euro, was damals gekostet hat, echt voll in Ordnung. Und ich hätte mir schon immer gerne ein Sequel noch gewünscht, da ich ja schon ein bisschen Spaß damit hatte, aber wird wahrscheinlich nie kommen, eben weil es so gefloppt ist. Ich glaube, es gab nur in so einem Indie-Pixel-Spiel Mighty No. 9 als Gastcharakter, aber ich glaube, das war es dann auch schon. Irgendwie schade. Das waren meine ersten, ich glaube, 10 Spiele. Da waren ein paar tolle Erinnerungen für mich dabei, auch wenn es erst ein paar Jahre her ist, aber trotzdem, Videospiele haben einfach so, ja, wenn man damit Spaß hat, denkt man noch Jahre daran zurück. Das war auf jeden Fall der erste Teil. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim zweiten Teil wieder. Ciao.